Seid gegrüßt, mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zu einem kleinen Telespielvideo. Moment, wo stelle ich das denn jetzt ab? Ah ja, da ist ein guter Ort für das Handy. Handy, ein Gegenstand, über den ich dieser Tage mit einem Freund namens Daniel sehr viel parliert habe. So, wo ist die Fernbedienung? Okay, ist ein bisschen laut. Jetzt müssten wir die richtige Lautstärke haben. Ich versuche, aber das wird zeitlich nicht gehen. Ich versuche in dieses Video 3 Games kurz reinzubekommen. Ein wenig Grand Theft Auto 3. Also Vice City hatten wir auf diesem Kanal ja schon mal, den interessantesten Teil. Das hier ist GTA 3 von 2001 in der Xbox-Version, die natürlich etwas später herauskam. Und ja, weil ich jetzt gemerkt habe, bei den letzten videösen Beiträgen, so ein bisschen das Haus Anubis, ein bisschen James Bond, ein bisschen Brian De Palma und so weiter, dass das eine recht gute Resonanz hatte, habe ich mich entschlossen, jetzt hier nochmal ein bisschen in den medialen Kunstbereich zu gehen. Ich denke im augenblicklichen Moment sehr viel über die Liebe meines persönlichen Lebens nach und bin aufgrund der weihnachtlichen Zeit in einer sehr amourösen und zartfühlenden Stimmung. Das heißt, in der Weihnachtszeit bin ich ein bisschen anfällig dafür, mal so ein altes Videospiel aus der Kindheit reinzumachen, einfach weil ich sehr viel nachdenke und es ist für mich immer eine sehr gute Möglichkeit, wenn ich so einen Klassiker reinmache, um währenddessen, also ich denke währenddessen eigentlich nicht an das Spiel, auch wenn ich es gut und kunstvoll finde, sondern denke in dem Moment sehr viel über mein persönliches Leben nach. Das heißt, das Spiel ist ein guter Katalysator, eine gute Metapher, um durch die Bilder, die einen auch inspirieren und so, erst recht umso mehr über das echte Leben nachzudenken. Also so gesehen ist das Spiel eigentlich kein Escapism, sondern ich escape nicht rein, sondern gehe eher erst recht dadurch raus in die Realität. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber auf jeden Fall werde ich jetzt gezielt Spiele zeigen, die mich irgendwie inspiriert haben über die Jahre. So, aber wir machen wirklich jedes nur ganz kurz. Also ich will euch noch Time Splitters 2 und James Bond Liebesgrüße aus Moskau zeigen. Liebesgrüße aus Moskau hatten wir ja schon mal hier auf dem Kanal, aber wobei ich muss bei GTA 3 wirklich sagen, das ist nicht so interessant wie GTA Vice City. Daniel, also ich kann verstehen, dass deine Kinder GTA Vice City vorzögen. Was aber bei GTA 3 wirklich interessant ist, ist bei den Radiostationen, dass oh Gott, wie war denn hier auf der Xbox nochmal die Steuerung? Dass man da den kompletten Soundtrack von dem Miami Vice-artig anmutenden Film Scarface mit Al Pacino und Michelle Pfeiffer abspielen kann. Ich werde jetzt hier, damit das Video nicht gesperrt wird, keine Soundtrack-Exkursion starten, aber ich will nur so viel sagen, der Soundtrack von Scarface, der ist hier tatsächlich gegeben, bedeutet übersetzt ein hervorragender 80er-Jahre-Soundtrack auf dem ein Flashback-Sender. Also, das ist von 2001 GTA 3. Jetzt gehen wir kurz einen Schritt weiter. Und probieren kurz eine Runde James Bond. Und dann noch A Time Splitters. Ich versuche jetzt wirklich alle drei Spiele in das Video reinzubekommen. Aber es muss eben ja, länger als 20 Minuten kann es leider gar nicht. Aber ich gebe mein Bestes. So, jetzt zeige ich euch kurz die englische Version mit dem 75-jährigen Sean Connery. Und dann die deutsche Variante. Ja, das habe ich damals als Kind natürlich auf anderen Systemen durchgespielt. Aber hier auf der Safe-Game-Geschichte ist nicht viel drauf. So, Englisch, da startet es von Null. Das ist ein Spiel, das mir 2005 sehr viel bedeutet hat. Das habe ich damals mit einem Mario gespielt, also einem
Kumpel aus Österreich. Ja. Heute ist Freitag. Heute ist der Geburtstag von Britney Spears, übrigens 2. Dezember. Am Wochenende ist glücklicherweise ein wenig Ausgehpoesie geplant. Ich hatte ja im 391er Anubis-Video gesagt, dass ich gerade ein bisschen erschöpft war, so, aber jetzt zum Glück hat sich das im Laufe der Woche wieder ein bisschen verbessert. Jetzt geht es mir wieder besser fürs Wochenende. Aha, Aston Martin DB5. Wenn man mich fragt, welche Menschen haben dich im Leben am stärksten inspiriert, Daniel, würde ich sagen, ein paar bestimmte Menschen, die ich 2019 kennengelernt habe. Hauptsächlich drei bestimmte Menschen, die ich 2019 kennengelernt habe. Aber auch eine bestimmte Frau, die ich 2020 kennengelernt habe, gleichwohl. Geprägt wird man ja natürlich noch in einer viel früheren Zeit. Also die Urprägungen liegen etwas weiter zurück. Aber ihr seht, weißt du, gerade sowas wie James Bond, was ich hier sehe, inspiriert mich natürlich, über Frauen zu parlieren. Klingt komisch, man hörte den 75-jährigen Connery. Where does it go? Elizabeth Stark, the Prime Minister's youngest daughter. Der hat das für seine Enkel gemacht, sozusagen. She doesn't appear concerned. Ja, es ist komisch, auf den 32-jährigen Connery vom Antlitz her die alte Stimme zu hören, aber es ist eine tolle Sache, dass man ihn gekriegt hat, weil es war seine dritte Rückkehr. Er ist 71 für Diamantenfieber zurückgekehrt in die Rolle, er ist 83 für Sag niemals nie zurückgekehrt und 2005 für das Videospiel From Russia with Love. Too bad. The game is over, Mr. Bond. I think it's just begun. Okay. Also ihr seht, für ein über 17 Jahre altes Spiel ist das eine sehr begrüßenswerte Grafik. Durchaus. Und man hat auch gerade die 60er Jahre Atmosphäre visuell sehr gut eingefangen. Gleichwohl trotzdem jetzt die Eile. Gut Ding will Eile haben, weil ich jetzt noch die deutsche Variante euch zeigen möchte. Die wiederum ist mit Engelbert von Nordhausen. Den kennt man unter anderem ab und zu auf Samuel L. Jackson, früher Cosby. Und auch in Splinter Cell Double Agent als Lambert. Okay, jetzt ich stelle das wieder hier hin. Ist ja toll in der Xbox-Version, wie viele Sprachen man wählen kann. Hier Niederlande, Français, Italiano, Espanol, Schwedisch. Nein, jetzt habe ich es aus Versehen auf Schwedisch. Hey, ich wollte es darauf. Jetzt habe ich es aus Versehen auf Schwedisch eingestellt. Ich wollte doch. Oh Mann, ich wollte es auf. Moment. Oh Gott, ich komme ja gar nicht mehr zeitlich hin in dem Video. Nochmal, Leute, entschuldigt. Otra vez. Also eigentlich in gewisser Weise sind die Bond-Videospiele eine größere Leidenschaft als die Filme und eventuell sogar die Bücher, weil die interaktiven Kunstwerke geben mir die Chance, wirklich Bond zu sein. Also es geht irgendwie mehr in Fleisch und Blut über, weil es eben interaktiv ist. Du fühlst dich stärker als Teil des Geschehens. Es ist also noch inspirierender für all die großen Schritte, die wir im realen Leben gehen. Es ist als Spiel wirklich inspirierender für die Realität als die Filme. Die Filme und Romane sind brillant, aber bei dem Spiel kannst du besser eins werden mit der Figur, die du spielst.
Ah, La Musica. 1963. Aus 2005 wird 1963. Und aus 63 wird 2005. Robert Shaw. Lotte Lenya. Pedro. Mr. Lee. Liza Maxwell. Desmond. Ist das nicht ein wunderschöner Bauchtanz? Richtig enigmatisch und interessant. Wirklich hypnotisch. Halluzinogene Wirkung habend. Tasha Beddingfield. So, genau die Pose hatte er auch damals bei den VHS-Covern. Bei den VHS-Cover-Versionen. Also den Covern von den VHS-Kassetten, da hatte er auch diese Pose gehabt, Sean Connery. Tolle Musik, oder? Ja, da konnten wir auch eben die Szene in der Hagia Sophia sehen, als Bond sich die Sonnenbrille abnimmt. Ganz kurz das Labyrinth. So, wir müssen uns sputen. Ich will nämlich gleich auch noch kurz Timesplitters 2 zeigen. In Sibirien, spielt 1990 in Sibirien, ist ein 20 Jahre altes Spielkunstwerk. Das ist eine Infiltrationsmission. Holen Sie die Dokumente, die sich in dem Herrenhaus am anderen Ende des Labyrinths befinden. Seien Sie vorsichtig. Das elegante Herrenhause am anderen Rande des Labyrinths. Okay, The Mansion. Playboy The Mansion. So. Also das ganze Level hier ist inszeniert als ein Labyrinth. Und da gibt es auch später so ein wunderschönes Haus mit Kamin. Das würde jetzt zu lang dauern, euch das zu zeigen, aber ihr, zumindest seht ihr jetzt noch Red Grant. So, jetzt aber Moment. Ein, zwei Level will ich euch noch zeigen. Oh Gott, hoffentlich schaffen wir noch das mit dem Sibirien von Timesplitters 2. Übrigens, ich sende herzliche Grüße nach Wiesbaden. Hab nur ein Feuerzeug. Darf ich um ein Streichholz bitten? Hab nur ein Feuerzeug. Das ist noch besser. Bis es kaputt geht. Willkommen in Istanbul, Mr. Bond. Jetzt kommt der DB5. Ihre Limousine ist hier, Sir. Also mein Coupé. James, mein Freund, wie schön, Sie zu sehen. Karim Bey, es ist lange Zum her. Zum Glück ohne Schiebedach. Ich mag nämlich Schiebedach nicht so. Ein Sondermodell? Ihr Mann Q schickte ihn. Sagte, ich soll Holzlenkrad anfassen. Es war weise, seinen Rat zu befolgen. Ansonsten leben Sie nicht mehr lange. Kommen Sie, man wartet in der Station T auf uns. Station T war ein recht schwieriger Level. Toller 4-Liter Sechszylinder. Gibt's einen besonderen Grund, dass wir beschattet werden? Oder ist das hier so üblich? Ach, das sind nur die Russen. Sie folgen uns, wir folgen ihnen. Eine Art gegenseitiges Einverständnis. Ah, ist das nicht wunderschön, der Wagen? Aber nun wollen Aber ich wir mag lieber den DBS sprechen. Aus Im Geheimdienst Emma, Ihrer Majestät. Denn auch Lord Brad Sinclair in D2. Die Chance, die Lenkrad zu bekommen, ist das Risiko wert. So, und Dorton steht schon wieder Red Grant parat und will uns das Leben relativ schwer machen oder anders leben, besser gesagt. Toller Sound. Und was ja so toll ist in Liebesgrüße aus Moskau, ist Tatjana Romanova. Die wunderschöne Tatjana Romanova. Die blondiöse Fee. Da ist ihr Waffenstillstand mit den Russen beendet. Aber ich habe keinen Angriff angeordnet. Wer dann?
Das weiß ich nicht, aber die Russen werden es sicher uns in die Schuhe schieben. Wir verschwinden jetzt besser. Okay, und hier noch ganz kurz Station T, aber auch wirklich nur die erste Minute, weil ja, das wird knapp mit Timesplitters 2, leider. Das wird äußerst knapp. Okay, seid gespannt, meine werten Freunde der Nacht. Also freut mich, dass die Anubis-Videos so ein bisschen Anklang gefunden haben. Aus der Konstantinopel-Ära. Ah, ein Geschichtskenner. Aufstieg und Fall von Zivilisationen interessieren mich. Genauso wie unseren Sturz zu verhindern. Also das Gesicht von Connery haben sie sehr gut hinbekommen. Ich mag ja noch lieber Alles oder Nichts mit Pierce Brosnan, den Vorgänger. Dieses Spiels. Sie stürmen das Gebäude. Sie haben überall Bomben angebracht. Haben Sie Geiseln genommen? Ja, mehrere. Ich gehe rein. Die Musik. Genau, also das ist hier mit den Geiseln eine sehr komplizierte Mission. Da muss man irgendwie mit dem Q-Copter ins Gebäude kommen. Achso, eine Konzeptgrafik zeige ich euch noch ganz kurz. Moment. Level verlassen und ganz kurz die Konzeptgrafik. Extras. Schurken, Trailer und Medien- und Konzeptgrafiken. Wo ist die von Octopus Basis? Genau. Okay, aber ich mach's jetzt mal kurz, Leute. Momento. Jetzt noch ganz schnell den Timesplitters 2. Wo ist es? Da ist es. Also bezüglich Grand Theft Auto ist natürlich schade, dass wir jetzt nicht Vice City drauf haben, was ja schon mal war auf dem Kanal, sondern in Anführungsstrichen nur GTA 3, was ja auch sehr gut ist, aber jetzt nicht wie Vice City. Aber ist ja nicht schlimm, dafür haben wir Liebesgrüße aus Moskau und jetzt hoffentlich Time Splitters 2, wenn mich nicht alles falsch dünkt und deucht. Nicht wahr? So, Mist, verdammt. Es hält nicht das Handy. Ah. Okay, das müsste gehen. Ist zwar ein bisschen schief, aber ihr werdet es überleben. Ich will nur, dass ihr kurz die Schneelandschaft seht. Ja, machen wir einfach irgendwas. Nee. Ende. So. Da war, glaube ich, schon irgendein Name vorgeschlagen. Ah, ich habe keinen Akku mehr. Okay. Story. Aha. Loading. Also entschuldigt, dass ich so in a hurry bin, aber bei dem Wort Humanity denke ich sofort an D2 auf dem Dreamcast, auf der Dreamcast. Traveling through time, they have sown corruption, unraveling the fabric of our history. Da gibt es diese Dimensionstore, die so ein bisschen an Harry Potter und der Gefangene von Azkaban erinnern. Ich mach mal den Film hier weg, Moment. Ihr sollt nur die Schneelandschaft sehen, weil die ist wirklich poetisch. 1990 in Sibirien. Die ist wirklich wundersam. Vor allen Dingen erinnert die so ein bisschen an diese Severnaya-Welt, diese John Carpenter's The Thing-Welt auch. Man denkt so ein bisschen an GoldenEye auf N64. Und das ist wundersam. So komische Zwischensequenzen. Warte mal, schnell, damit wir jetzt zum Schnee kommen. Ich will nämlich hier passend zu Britney Spears Weihnachtsgeburtstag heute, dass wir hier eine Schneelandschaft zu sehen bekommen. Der Damm in Sibirien. Damm, da denkt man wirklich sofort an GoldenEye. Ist das nicht wunderschön? Wirklich ein bisschen die Musik. Auch hätte man auch schön in dem George Lazenby-Bond-Film abspielen können.
gefällt mir richtig gut. Erinnert mich auch ein bisschen an das Der Morgen stirbt nie PlayStation 1 Spiel. Stell dir vor, du läufst durch eine Schneelandschaft mit deinem Mädchen auf dem Weihnachtsmarkt. Gut, wir wissen, welches Gericht sich dann unser Freund in Wiesbaden bestellen würde. Aber guck, auch die Bäume, so wie in der Kanada-Mission von Tony Hawk's Pro Skater 3, der Kanada-Level. Genau, also ich mache jetzt hier nur einen Schnelldurchgang, ohne Taktik nur. Also hier muss man dann durch, dann kommt man dann in andere Welten, aber hier nur erstmal nur, dass ihr ein bisschen diese Schneelandschaft gesehen habt. Die finde ich, also für 2002 finde ich die eigentlich ziemlich schön. Und die Musik ist halt auch ein bisschen obskur. Die ist interessant. Wirklich interessant. Wie Bart Keppel sagen würde. Also, Lothar Blumhagen. So, also, so langsam meldet sich der Speicher zu Wort. Ich nehme nochmal ganz kurz das Handy manuell in die Hand und parliere zu euch persönlich. So, also, Hank, ich freue mich sehr, dass die Skate-Videos bei dir Anklang gefunden haben. Wir sind die Skater Boys von Avril Lavigne. Dann freue ich mich sehr bei den, ja, für mich noch anonymen Abonnenten sozusagen, die wahrscheinlich der Anubis-Videos wegen dazu stießen. Ansonsten, Gruß geht wie immer nach Wiesbaden raus. Gruß geht auch an unseren Freund aus Lübeck raus. Und an viele Geschöpfe, die mich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man ja inzwischen sagen, ich bin ja auch schon Mitte 20, inspiriert haben im Leben. Als inspiratorischer Kelch der inneren Wunder fungiert haben. Und diese nerdige Seite von mir, ihr wisst ja, ich rede immer sehr viel über Frauen, ne? Aber jetzt diese in Anführungsstrichen nerdige Seite von mir hier mit den alten Telespiel-Videos und so auf YouTube, die das lebe ich ja immer so ein bisschen für mich aus. Nur so aus Spaß für mich. Aber es ist was Schönes. Also zwischendurch so, weil jetzt gerade Weihnachten ist und ich in einer sehr nachdenklichen Stimmung bin und so, mache ich gerne einfach mal so ein Video. Einfach mal diese 20 Jahre alten Spiele, die ich damals, als ich sie noch gar nicht spielen durfte, irgendwie erhielt und so weiter. Das macht mir Freude, das ein bisschen mit euch zu teilen. Ich weiß, das ist eigentlich ein sehr komischer YouTube-Kanal. Ich parliere sehr viel über Liebe, Lust und Leidenschaft. Aber es ist eben diese Vielseitigkeit, die uns auszeichnet. Dass du an einem Tag wild ausgehst und verrückt bist, am anderen Tage dich daran erfreust, ein altes Telespiel wieder zu entdecken und an dem Tag danach dann wieder dich neu verlieben kannst. Und diese Vielseitigkeit, die möchte ich euch gemeinsam mit dieser Musik, die gerade läuft, sozusagen mit auf den Weg geben. Hier übrigens noch ein bisschen V12 Dekoration zu sehen. Und natürlich ein bisschen Bond. Und ich denke, der Tag hat 24 Stunden und das Video 24 Minuten.